Es ist die große Erleichterung hier im Wohn im Westweserstadion überall spürbar gewesen. Der SV Werder Bremen schlägt Union Berlin 2:0 und man muss ganz ehrlich sagen, hochverdient ist dieses Ergebnis, weil die Bremer endlich verteidigen können. Das hat man ja schon in Dortmund gesehen, dass das besser wird. Mit Dankeschön, Dankeschön. Ja, und das Verteidigen wird besser. Ole Werner hat an der Schraube gedreht. Das war ja zu Beginn der Saison und auch in der Rückrunde das große Problem. Er hat selbst nach dem Spiel gesagt, ja, das wird immer besser. Wir haben da den Ansatz ein bisschen verändert. Übrigens schon vor dem Dortmund-Spiel sagt er, auch gegen Hoffenheim sollte besser verteidigt werden. Die Räume besser verteidigt werden oder besser geschützt werden, hat der Trainer gesagt. Das hat man nur gegen Hoffenheim nicht gesehen, hat er hinterher gesagt. Da hat es eine Niederlage gegeben. Aber jetzt gegen Union Berlin wurde wirklich richtig gut verteidigt. Michael Zetterer, der wieder für Gigi Pavlenka im Tor gestanden hat, der hatte kaum was zu halten bekommen, was nicht seine Leistung schmälern sollte. Wieder ein sehr, sehr starker Auftritt von Zetti. Das wird noch spannend vielleicht in den nächsten Wochen, ob es da vielleicht noch mal einen Torwart-Zweikampf gibt. Aber das ist kein Thema für jetzt. Jetzt gibt es andere Themen und zwar vor allen Dingen dieser erkämpfte, hart erkämpfte Sieg und ich muss euch ein bisschen was dazu erzählen. Tore, haken wir mal eben schnell ab. Eigentor von Knoche nach schöner Freistoßhereingabe von Marvin Ducksch und dann Marvin Ducksch im Stile von Claudio Pizarro, ne? Ballannahme und dann drüber gelupft über den Torwart nach einem super Pass von Milos Veljkovic und der arme Milos Veljkovic, da macht er so ein Ding. Und so eine Riesenvorlage und Arndt Zeigler nennt Anthony Jung als Vorlagengeber im Stadion, hat sich aber hinter korrigiert. Es wird Arndt genug ärgern, aber passiert halt. Aber ein toller Pass von Milos Veljkovic. Aber andere Sachen sind heute einfach noch viel wichtiger. Es war vor allen Dingen, wie sagte Leonardo Bittencourt so schön, Männerfußball hat er es genannt. Und er hatte Männerfußball, genau, das hatte er vor dem in der Woche schon gefordert. Und er hat gesagt, als er dann in die Mixzone kam zu uns, das war Männerfußball, den wollte ich sehen. Ich habe natürlich auch noch einen abgekriegt. Von Leo Bittencourt ganz zu Recht. Er hat gesagt, Mensch, du hast gegen uns getippt. 0:1 habe ich getippt. Habe ich gesehen, tat uns weh. Vielleicht hat es ja geholfen und es ist jetzt immer gut so. Nein, ich habe da gar keinen Anteil rein. Das hat die Mannschaft richtig, richtig gut gemacht heute. Guter Auftritt. Und Leonardo Bittencourt ist mit gutem Beispiel da vorangegangen. Immer auf Zack, immer aggressiv gewesen. Und wie die Mannschaft mittlerweile funktioniert, hat man nach dem Tor gesehen. Ja, so, jetzt mache ich weiter, ne? Kann ich weitermachen? Ja, sicher. Alles klar. Dankeschön. So, und wie die Mannschaft mittlerweile tickt und sich zusammengerauft, will ich es gar nicht sagen, aber zusammengefunden hat, zeigt die Szene nach dem 1:0. Da haben sich alle zusammengerufen, da wurde ein Kreis gebildet, da wurde geredet. Und Leo Bittencourt sagte, da haben wir noch mal gesagt, wir machen jetzt so weiter. Das sieht man selten. Selbst Ole Werner, der Trainer, war ein bisschen überrascht und hat uns verraten, reden wir ja noch mit ihm. Deswegen stellen wir übrigens keine Fragen bei der Pressekonferenz, weil wir hinterher noch mal mit dem Trainer sprechen können. Für alle, damit das mal klar ist, weil uns ja immer vorgeworfen wird, wir würden keine Fragen stellen. Da dürfen wir fragen oder fragen wir natürlich auch. Und dann hat er gesagt, ja, die Mannschaft hat sich auch mal zusammengesetzt und haben miteinander gesprochen. Es geht also wirklich voran. Der Mannschaftsfindungsprozess ist im Gange und hat jetzt das erste richtig gute Ergebnis gebracht. Seit ein paar Wochen endlich mal wieder ein Sieg 2:0. Und mit wirklich ein paar positiven Sachen dabei. Vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, viele Spieler ausgefallen, aber trotzdem auch mit diesem letzten Aufgebot hat es funktioniert. Einen Spieler möchte ich noch nennen, der mir sehr gut gefallen hat, war Raphael Boré. Endlich mal wieder von Beginn an. Der ist um sein Leben gerannt. Starker Auftritt. Und wir dürfen natürlich Romano Schmid nicht vergessen. Könnt ihr auch gerne mal euren Lieblingsspieler, besten Spieler, den ihr am besten von unten reinschreiben. Romano Schmid sicherlich. Einer der auffälligsten, besten Spieler. Keine Torbeteiligung, sagt Marvin Ducksch. Eigentlich schade, dass der keine hatte, weil der hat Weltklasse gespielt. Souverän 2:0. Wunderbar, Dankeschön. Was ist denn das Feines? Prost. 2:0. Also, und boah, Alter. Ja, ne? Sehr lecker. Ich mach das mal eben noch zu Ende und dann reden wir weiter, okay? Alles klar. Also, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, beim Romano Schmid, der... Boah, wirklich dermaßen umgeflext worden ist von Khedira. Hat er nicht absichtlich gemacht, aber das hätte böse ausgehen können. Dafür gab es Rot. Aber Romano Schmid stand da auf, hat ein paar Streifen hinter noch abgekriegt. Weitergekämpft, der war kaum zu packen. Der war so, also ein unglaubliches Spiel von ihm. Hätte wirklich ein Tor oder eine Vorlage verdient gehabt. So kann er weitermachen. Also ihr merkt schon, ich bin sehr, sehr euphorisch. Habe jetzt auch schon das erste Kaltgetränk bekommen. Das gönnt sich die Mannschaft übrigens auch. Es geht sehr, 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 sehr wahrscheinlich auf dem Freimarkt noch. Und wird noch ein bisschen gefeiert. Ole Werner will nicht dabei sein, das soll er nicht mal alleine machen, das ist nichts für ihn. Leo Bittencourt will da auch nicht melden, weil er sich zu alt dafür fühlt. Mal gucken, ob er noch von den Kollegen überredet wird. Wir gucken auch noch mal. Niklas, gehen wir noch auf den Freimarkt?
Oh ja, sagt er, ich muss mal gucken, wie es mir nach dem Getränk geht, ob ich dann noch fahren kann oder nicht. Alles Weitere, jetzt habe ich mich aber auch um Kopf und Kragen gequatscht. Seht ihr, lest ihr, hört ihr in der Deichstube. Und ja, wir freuen uns einfach, dass Werder gewonnen hat. Und das nächste Spiel ist dann nächsten Sonntag in Wolfsburg. Und so kann es gerne weitergehen. Bis dahin, ciao.